Aktuell befinden wir uns da in wunderschönen Sonntag bei der Sägerei am Holzhandel Erhard. Und da sprechen wir jetzt gleich mit dem Geschäftsführer Joachim Erhard über die aktuelle Situation für die heimischen Sägereibetriebe und wie es denn eigentlich mit dem Holzhandel, auch Export nach USA oder China, ausschaut. Grüß Gott, Herr Erhard, vielen Dank fürs Interview heute. Aktuell besteht ja in ganz Vorarlberg eine große Nachfrage an Bauholz vor allem. Wie sieht denn da die aktuelle Auslastung von Ihrem Betrieb momentan aus? Ja gut, momentan ist die Nachfrage nach Schnittholz sehr hoch, aber die Nachfrage nach Schnittholz war in den letzten Jahren genauso recht hoch. Wir sind mit der Auslastung zufrieden, aber es ist jetzt nicht so, dass es gerade überschwänglich gut ist. Es bewegt sich eigentlich im normalen Rahmen. Sie sind ja gemeinsam mit Steurer in Schwarzach der größte Sägerbetrieb in Vorarlberg. Von wie viel Holz reden wir denn da, was Sie da verarbeiten im Jahr? Oder kann man das überhaupt so pauschal sagen? Gut, im Vergleich zu großen Holzindustrien hinter dem Adelberg oder in Deutschland sind wir natürlich ein sehr kleiner Fisch. Wir verarbeiten an dem Standort ungefähr zwischen 55 und 60.000 Festmeter Holz. Das ist ungefähr ein Viertel von dem, das in ganz Vorarlberg von den heimischen Sägern geschnitten wird. Mhm. Wie schaut denn das aus mit dem heimischen Markt? Woher beziehen Sie denn den Großteil von Ihrem Holz? Also, Sie müssen ja Holz zukaufen. Woher kommt das denn? Ja, wir beziehen das Rundholz aus den Kanälen, aus denen wir sie immer schon bezogen haben, aus der gesamten Bodenseeregion. Natürlich aus Vorarlberg in erster Linie, aber auch aus der angrenzenden Schweiz und teilweise auch aus Deutschland. Mhm. Jetzt ist ja gerade aktuell der internationale Einkaufstour von den USA und von China macht sich ja sehr stark auf dem europäischen Markt bemerkbar. An wem verkaufen Sie denn hauptsächlich Ihre Ware? Gut, wir verkaufen, wir haben ein sehr großes Netz aus Stammkunden im In- und im Ausland. Wir sind im Verkauf auch natürlich in der gesamten Bodenseeregion tätig. Unser Hauptabnehmer ist natürlich der heimische Holzverarbeiter. Wir verarbeiten aber in erster Linie Starkholz. Und Starkholz bedeutet immer Holzfiletieren. Da fallen sehr viele verschiedene Dimensionen und Qualitäten an. Und das beginnt beim Instrumentenholz und endet beim Palettenholz. Und für die entsprechenden Segmente gibt es die entsprechenden Märkte. Unser Absatzanteil im Land ist die letzten Jahre aber kontinuierlich gewachsen. Mhm. Wie kriegen Sie denn jetzt den aktuellen Markt mit? Also gerade diese Zuspitzung, sprich, dass sich da gerade einmal jetzt beim Bauholz sehen ja die Margen bis auf 50% Preisteuerung aufgeschnellt. Was bedeutet das für Ihre Firma? Gut, es ist so, dass diese exorbitanten Preissteigerungen, die spielen sich in erster Linie in den Produkten ab, die von den großen Holzindustrien weiterverarbeitet worden sind. Das sind also Platten bzw. Leimbinder, Kreuzlagen, Holz, solche weiterverarbeitete Produkte. Wir sind ja ein klassisches Sägewerk. Wir schneiden das Holz und uns auch trocknen und zum Teil auch dann noch hobeln, aber wir haben in dem Sinn keine derartige Weiterverarbeitungskapazität. Die Preissteigerungen beim klassischen Schnittholz bewegen sich in etwas anderen Bahnen, aber es gibt laufend Preissteigerungen. Und die haben wir die letzten Monate auch auf dem Rundholzpreis weitergegeben. Das ist seit der Katastrophensituation letzten Jahres
muss man sagen, hat sich jetzt das Rundholzangebot, das hat sich normalisiert, ist momentan aufgrund von der Witterung und aufgrund vom fehlenden frischen Schadholz ist es eher reduziert, aber das war vorauszusehen und da hat man, musste man im Herbst schon entsprechend darauf reagieren. Das haben wir auch gemacht und wenn andere Holzindustrien das nicht entsprechend getan haben, dann spüren die das jetzt entsprechend stark. Aber ich sehe das eigentlich so, dass beide, sowohl Schnittholz als auch Rundholz, sind in einer Aufwärtsbewegung und diese Aufwärtsbewegung, die war längst fällig. Die Forstbetriebe, die haben ja an der Grenze zur Rentabilität arbeiten müssen und dann ist es nur recht und billig, dass das Rundholz, so wie es im Wald am Stock steht, dass es wieder eine entsprechende Wertigkeit hat, damit die Lieferanten wieder entsprechend motiviert sind, ihr Produkt auf den Markt zu bringen. Sie sprechen es jetzt eh gerade an, Rundholz, das quasi am Stock steht, kommt der Preis auch bei den Waldbesitzern an? Weil das war jetzt eigentlich schon die letzten Jahre immer ein sehr heikles Thema. Es ist ein sehr sensibles Thema und ich lege da Wert drauf, dass man das von der Gefühlsebene etwas wegbewegt auf die Vernunft und Verstandesebene. Zweifellos ist es so, dass die international tätigen Großkonzerne, wo auch einige Österreicher dabei sind, die sind eben sehr international tätig im Verkauf, aber auch im Einkauf. Und die haben natürlich die Rundholzpreissituation in den Schadgebieten sehr stark ausgenutzt und haben teilweise die Lieferanten extrem vor den Kopf gestoßen. Wir haben immer schon ein bisschen eine andere Strategie verfolgt im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und jetzt passiert genau die umgekehrte Reaktion. Die Großkonzerne, die haben eher zu wenig Rundholz und müssen das durch Rundholzpreiserhöhungen eben wettmachen. Wir als regionaler Verarbeiter und als regionaler Schnittholzverkäufer, wir haben in der Vergangenheit eher einen anderen Umgang mit unseren Lieferanten gepflegt und ich hoffe, dass so mancher Lieferant ein bisschen ein Langzeitgedächtnis entwickelt hat und dass das mittelfristig einmal Betrieb wie wir einer sind, eben zugute kommt. Ich glaube, ein Thema, das alle betrifft, ist auch Planbarkeit, Kalkulierbarkeit. Jetzt gibt es ja in Nachbarländern wie der Schweiz oder in Deutschland Verträge, die längerfristig sind zwischen Sägereibetrieben und auch Waldbesitzern. In Vorarlberg wird das, glaube ich, quartalsmäßig ausgehandelt, mit wem überhaupt. Was würden Sie sich da wünschen, gerade auch im Sinne von einer einfacher Kalkulierbarkeit? Gut, das ist eine langjährige Forderung der Vorarlberger Säger, dass das Rundholzangebot kalkulierbar wird, dass man eben voraussieht, wie viel das der heimische Rundholzmarkt liefern kann. Da sind die umliegenden Forstbetriebe und Waldbesitzervereinigungen etwas weiter. Und da würde ich mir wünschen, dass da ein Akzent gesetzt wird, dass innerhalb von Vorarlberg das Angebot voraussehbar wird, wie es momentan eben ist. Aber das ist für mich nur eine kleine Nuance. Grundsätzlich ist die Zusammenarbeit zwischen den regionalen Vorarlberger Sägern und dem Forst, sowohl im Privatwald als auch in den organisierten Forstbetrieben, ist grundsätzlich ausgezeichnet, ist auf Mittelfristigkeit ausgelegt und wird von beiden Seiten im Rahmen der Möglichkeiten auch, glaube ich, positiv gelebt.
Jetzt ist ja gerade ein Thema auch unter anderem aufgeflammt, dass man versuchen sollte, wenn man schon Rohstoffe, die bei uns nachhaltig nachwachsen, wie Holz, damit man die im Land halten kann oder beziehungsweise diese Wertschöpfungskette, ich sage jetzt mal vom gewachsenen Baum bis zum Endprodukt im Bau, aufrecht zu erhalten, dass es vielleicht eine Option wäre, diese Situation zu nutzen, zum unter anderem eine Genossenschaft für ein Konstruktionsvollholzwerk zum Beispiel, das in Vorarlberg errichtet werden könnte, zu gründen. Was halten Sie von dem Vorschlag, beziehungsweise denken Sie, dass das überhaupt langfristig, wenn sich die Preise wieder stabilisieren oder einpendeln, dass das denn trotzdem rentabel bleiben könnte? Gut, was zweifellos ist, ist, dass in Vorarlberg eine Weiterverarbeitung in diesem Bereich, sei es Kreuzlagenholz, sei es Konstruktionsvollholz, sei es Dinge wie Duolam oder Triolam oder Plattenprodukte, das fehlt. Das ist aber in erster Linie das Ergebnis der Kleinstrukturiertheit. Eine kleinstrukturierte Waldbesitzerstruktur bewirkt eine relativ kleinstrukturierte Sägerstruktur. Großsägewerke konnten sich in Vorarlberg nicht entwickeln. Und das wird auch in Zukunft so sein, für das ist das Land zu klein und sind da die verfügbaren Rundholzmengen zu klein. Trotzdem sehe ich das als Gebot der Stunde, über solche Dinge nachzudenken, ob das jetzt dann privatwirtschaftlich oder genossenschaftlich oder in welcher Form auch immer organisiert werden muss, das halte ich für ein kleines Detail. Wichtig ist jetzt, dass die Möglichkeiten analysiert werden und damit man gemeinsam mit dem Forst und auch mit den Zimmereien, dass man da einen gemeinschaftlichen Weg findet. Dann sage ich mal vielen lieben Dank, sehr spannender Einblick und ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Danke, ebenfalls.